rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching. Okay.
Es ist tatsächlich so, dass wir mittlerweile personell ein bisschen Probleme haben. Das ist aber jetzt nicht der Grund, dass man da jetzt irgendwie gerade über jammern mal vor der ersten Minute, aber Rutenstadt tatsächlich griffiger. Na, wir tatsächlich uns ein bisschen eine Schneide abkaufen. Na, aber das nehme ich genau auf, wenn wir es gerade gesagt haben. Das ist einfach eine Situation, weil wir momentan ein bisschen durch müssen, weil der ersten und zweiten Gliedern letztlich in die Waagschale geworfen werden und natürlich denen ein bisschen die Spielpraxis fehlt. Gepaart mit dem, dass wir dann noch nicht da hinten die Fehler machen, das muss man auch sehen, da machen wir einfach haarsträubende Fehler, das haben wir ja schon gehabt. Das ist heute auch wieder passiert. Und nach vorne sind wir zu ungenau. Der letzte Ball oder der vorletzte Ball ist einfach zu ungenau und das haben wir momentan. Und ja, also ich meine, Glückwunsch an die Rotenstädter und an Hakan, seine Mannschaft. Das haben sie verdient gewonnen. Ich will gar nicht sagen, weil sie so stark waren, aber weil wir halt dann entsprechend auch und nachgegeben haben und dementsprechend. Wie gesagt, haben wir halt verdient verloren und das muss man auch nicht klären. Ich meine, klar, wenn es jetzt ein verletztes Spieler 3-0 verlierst, wie gesagt, die Abwehr momentan, das kannst du fast auswürfeln, wer dann letztendlich da spielt. Aber wie gesagt, ich will da nicht jammern, weil ich mal ja gewisse Ansprüche und dementsprechend. Was uns natürlich ein bisschen weiter hat, ist natürlich die Verletzung von Tauber Philipp nach 5 Minuten. Ich glaube, der war ganz gut drin. Das gibt uns auch nochmal trotzdem in der Situation ein bisschen Stabilität und verletzt sich dann in den Zweikampf. Das ist momentan einfach so, dass wir das dann tatsächlich nicht kompensieren können. Das kommt noch vor ein paar Wochen noch. Und insgesamt, wie gesagt, sagen sie ja meine Jungs auch schon, merkt man ein bisschen, es ist schon Zeit, dass es dann wieder Pause wird. Aber wie gesagt, das ist bei den anderen Mannschaften genauso. Ja, ich denke auch, summa summarum war es ein absolut verdienter Sieg unsererseits, weil wir uns relativ gut vorbereitet haben auf diese Partie. Weil Spielanteil ist das eine, aber das Ergebnis ist halt das andere. Und wir tun uns halt extrem leicht gegen Gegner, die Fußball spielen wollen. Und Remmersdorf als Tabellenführer will natürlich das spielerisch lösen. Und unser Plan war halt genau der, dass wir sagen, okay, wir übergeben den Ball und versuchen dann über das Umschaltspiel zu kommen. Ich sehe das immer zweigespalten. Ja. Ob wir jetzt da was zugelassen haben oder ob der Gegner zu ineffektiv war in dem Bereich, das kann ich jetzt 5 Minuten nach Abpfiff noch nicht beurteilen. Ja, muss ich mir ein bisschen anschauen, was du da gefilmt hast. Aber wir waren relativ gut gestanden. Wir haben auch die Grundformation ein bisschen versucht zu verändern. Haben das auch im Training so versucht einzutrainieren. Und ich glaube, dass wir das echt, echt gut gemacht haben. Und nach zwei Partien, wo wir ohne Punkte und auch ohne eigenes Tor. Und der Matchplan war halt der, ich meine, du kannst so gut spielen, wie es willst, aber wenn du kein Tor machst, dann kannst du kein Spiel gewinnen. Ja. Du musst effektiv sein, du musst im letzten Drittel effektiv Fußball spielen. Und der November zeigt uns halt immer wieder, bei diesen Witterungsverhältnissen, es gewinnt nicht immer die spielerisch stärkste Mannschaft. Ja. Man muss halt den Turnaround auch in der Liga schaffen, dass man sagt, okay, wie spiele ich im August, wie spiele ich im November? Das sind zweierlei Stiefel. Und das hat meine Mannschaft mehr wie hervorragend ausgespielt. Das sage ich immer wieder, es ist entscheidend, egal welche Liga sie bespielen, es ist extrem wichtig, welche Grundformation sie auch immer spielen. Sie brauchen einen absoluten Leader, mindestens, ich sage jetzt mal einen, aber wenn sie auf jeder Kette einen Leader drin haben, und der Hugo, über die Qualitäten brauchen wir nicht zu diskutieren. Ich meine, die Vita sagt extrem viel über diesen Spieler aus. Ja. Ich bin froh, dass er sich uns angeschlossen hat. Alleine von der Präsenz her, ja, ist das schon mal ganz was anderes. Und ich habe es meiner Mannschaft oft genug gesagt, wir brauchen Leader in dieser Mannschaft. Am besten auf jeder Kette einen Leader. Der Hugo ist ein Leader. Wir haben noch von unseren Verletzten auch... unser Capitano, der Funk Manuel, ist so ein Leader. Ja. Und wenn wir die drin haben, der hält halt den Laden zusammen. Also, da brauchen wir nicht lange rumreden. Natürlich ist er extremst wichtig. Ja. Aber bei all der Wichtigkeit, es geht nur im kollektiven Verbund. Ja.
Und was halt uns bis jetzt in diese Bredouille gebracht hat, ich habe das oft genug unterstrichen. Ich habe gesagt, unser Ziel ist primär eine ruhige Saison zu spielen. Also wir haben nichts mit dem Aufstieg zu tun. Es soll aufsteigen, wer will. Ja. Wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Man darf halt immer eins nicht vergessen. Ja. Wir sind demütig genug. Wir sind vor 15 Monaten noch A-Klasse gewesen. Ja. Wir waren 10 Jahre am Stück in der A-Klasse. Und wir wissen genau, wo kommen wir her, was sind wir und wo wollen wir hin. Ja. Und das ist als Kollektiv, und das Kollektiv meine ich jetzt nicht nur die ersten 12, 13, 15 Spieler, sondern als Kollektiv meine ich, wir sind ein Ortsteil von Weiden. Wir arbeiten hier wirklich von der Vereinsstruktur her sehr, sehr akribisch daran, dass wir nachhaltig was aufbauen können. Und unsere Intention ist es nicht, irgendwie kurzfristig irgendwelche Impulse zu setzen, weil das hat sich oft genug bewiesen, dass das in die Hosen geht. Ja, und deswegen ist unsere Intuition nachhaltig da, wirklich im Kollektiv so zu arbeiten, dass es auch passt. Es gibt hier Vereine, ob es Erbendorf, ob Tremmersdorf, die sind alle vorne dran, ja, die lange genug, wenn nicht sogar 10 Jahre in der Kreisliga verweilen. Ja, wir wollen halt hier nachhaltig was schaffen. Wir sind geografisch top aufgestellt, und dann wird man sehen, in welche Richtung das Ganze geht.